Stell dich doch mal bitte selber vor. Hallo, ich bin Andreas Grab, mache unter anderem die Webschorle in Kooperation mit dem T3N-Magazin. Die Webschorle selbst habe ich vor ungefähr 2 Jahren begonnen als Videopodcast. Videopodcast zu Video, also eigentlich eher zu Online-Marketing-relevanten Themen. Zu der Zeit gab es ein paar Podcasts, gerade so SEO-Podcasts, aber keinen wirklich, der das Ganze auf Video machte. Ja. Deshalb habe ich da vor 2 Jahren in etwa die Webschorle gegründet mit einem ganz einfachen Test, eine einfache Kamera genommen, einfache Mikros und hingesetzt und jemanden interviewt, wobei da der Fokus schon immer drauf lag, das unterwegs machen zu können, das einfach machen zu können, das alleine machen zu können und mit wenig Aufwand in der Postproduktion, also keine Schnitte zum Beispiel und so weiter. Mittlerweile ist es ein Hangouts-on-Air-Format, wo wir ganz grob gesagt so einmal im Monat für ungefähr eine Stunde streamen und jeweils 3 Experten innerhalb der Webschorle haben, die einen 15-minütigen Vortrag zu einem Online-Marketing-relevanten Thema halten. Wobei das nicht das klassische Hangouts on Air Layout ist, das heißt, wir haben nicht oben ein großes Videobild und darunter 3-4 kleine Vorschaubilder, sondern ich baue das technisch gesehen bei mir aus 2 Hangouts zusammen in einen, damit wir nur noch ein großes Videobild haben und das etwas professioneller produziert aussieht, wobei das gar nicht so einfach ist, weil ich selbst bin Moderator, bin Regisseur und muss mich um die ganze Technik kümmern. Das ist teilweise dann doch etwas viel, weshalb ab und zu es mal kleine Gedankenpausen gibt oder auch meine Pupillen mal irgendwo anders hingucken, weil ich halt nicht in die Kamera gucken kann, sondern gerade noch irgendwelche Einstellungen machen muss. Da wird dann der nächste Schritt auch sein, dann noch jemand daneben zu setzen, der sich dann um diese Regiesachen zum Beispiel kümmert. Aufs Online-Marketing definitiv, weil man kann natürlich Live-Formate sehr schön nutzen, um verschiedenste Sachen zu machen. Also ich kann eine Presseveranstaltung live streamen. Ich muss nicht nur die 10 Redakteure einladen, die gerade aus meiner Region sind, sondern ich kann ja eine Online-Pressekonferenz abhalten, auch live, zu der dann halt nicht noch Reisekosten für auswärtige Redaktionen anfallen zum Beispiel. Ich kann es sogar für einen Kundenservice nutzen. Es gibt einen E-Bike-Shop, der das sehr schön macht. Dort kann man anrufen und gleichzeitig sieht man in einem Hangout on Air, wie ein Kundenberater mir das Fahrrad, an dem ich gerade Interesse habe, vorführt. Also so etwas, was ich mit der Webschule zum Beispiel mache, kann ja jeder machen. Einen branchenrelevanten Podcast produzieren, der live ist, zu dem ich mir Experten einlade, wäre eine Möglichkeit. Ansonsten zum Thema Hangouts on Air habe ich auch ein Handbuch geschrieben, weil es da nichts Offizielles zu gibt. Das kann sich jeder kostenlos unter bei webvideo.com runterladen. Da sind auch noch ein paar Ideen drin, was man machen kann. Da steht viel zu der Technik drin. Das gibt so mal einen allgemeinen Überblick rings um das Thema Hangouts on Air. Ich denke, dass da noch viel passieren wird, gerade so was das Thema TV angeht, also die Verschmelzung von Online und von TV, von den klassischen Medien. Die Entwicklung finde ich sehr spannend.